Es ist schwierig. Die Afghanen, mit denen ich gesprochen habe, haben über Verrat gesprochen. Der Begriff Verrat wird immer wieder verwendet und nicht alle geben ihren afghanischen Kollegen die Schuld, gerade weil es Soldaten gibt, die in Afghanistan sind, Leute, die wirklich alles versuchen, ihre Dolmetscher zurückzuholen. Es gibt Diplomaten, es gibt Amerikaner, die nur wegen Hilfsprojekten dorthin gegangen sind und viele Afghanen wissen, dass es nicht an diesen Leuten liegt. Aber sie sind verärgert über Präsident Biden, nicht nur wegen des überstürzten Abzugs, vielmehr, weil er mit dem Finger nur auf die Afghanen zeigt. Er hat in seiner Rede das afghanische Militär, die afghanische Regierung und generell die afghanische Armee beschuldigt. Doch es sind nicht nur die Afghanen. Es wurden viele Fehler von den internationalen Gemeinschaften gemacht, insbesondere von den US-Administratoren. Und ja, wir können mit dem Finger auf frühere Regierungen zeigen, wenn Fehler gemacht wurden. Aber die Fehler hören mit Präsident Biden nicht auf und er hat andere Möglichkeiten. Es gibt mehr Möglichkeiten als nur den Krieg oder den Abzug. Präsident Biden entschied sich für eine vollständige Aufgabe und dem afghanischen Volk wurde 20 Jahre lang von Botschaftern und Generälen etwas anderes versprochen, nämlich sie nicht im Stich zu lassen, sie würden diesen Fehler nicht einmal machen. Und jetzt heißt es, Amerika musste Afghanistan verlassen. Präsident Biden hat auch die Wahl, es ist nicht so schnell und nicht so schlampig zu tun. Es ist ein Riesendurcheinander. Wir haben viele Leute zurückgelassen, darunter auch amerikanische Bürger, die es schwer haben, zum Flughafen zu gelangen, ganz zu schweigen von der Angst, die Taliban-Checkpoints zu passieren. Und das ist allein Kabul. Wir sprechen nicht über die Provinzen. Was werden wir mit den Menschen tun, die in Herat und Paktika, Mazar el-Sharif und Kandahar zurückgeblieben sind? Sie sind im ganzen Land, aber wir reden nur über Kabul, weil die Kameras in Kabul sind und die Kameras Kabul früh genug verlassen werden. Und was wird dann passieren?